ein kurzes, kleines, spontanes Video. Wir sind eigentlich auf dem Weg von Berlin nach Hannover zu Cebit. Jo. Wir sind hier im Supercharger in Magdeburg. Und ich wollte kurz dieses Video machen, weil ich hatte neulich denselben Fall, dass ein Tesla-Fahrer das nicht wusste. Und ich habe es auch im Internet gelesen, aber es ist sehr wichtig, das zu wissen. Und zwar, die Supercharger sind in Paaren gekoppelt. Und ihr seht ja, dass drauf steht 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, bla bla bla. Und wichtig ist, dass wenn ein Spot schon belegt ist, dass man dann nicht auf den zweiten vom selben Paar geht, weil man sonst langsamer lädt. Das habe ich jetzt hier gerade gemacht, aus Versehen. Und der Ladespeed ist relativ langsam, also geht schon, aber relativ langsam. Und der Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich hier auf 1B gegangen bin. Und das, obwohl schon ein anderer Tesla auf 1A lädt. Und ich wollte diesen Fehler extra vermeiden und bin deswegen extra nicht zu dem gegangen, weil ich davon ausgegangen bin, dass das 1B sein wird. Aus irgendeinem Grund ist da 1A und hier 1B. Also habe ich jetzt die Arschkarte gezogen und lade langsam. Also was mache ich? Ich stelle ihn einfach auf 2B und dann sollte es alles schneller gehen. Ich schalte gleich die Kamera wieder ein und wir überprüfen, ob auch das so ist. Das Spiel scheint allgemein in Magdeburg nicht so genial zu sein. Okay. Einmal ein paar Zentimeter nach vorne. Auf einmal das Spiel denn? Was will er denn? Das sind wir doch. Natürlich. Okay. Und zack. Okay. So much fail. Was? Ich glaube, wir müssen ein bisschen schneiden im Video. Wir stehen zu weit weg. Ich versuche Tipps zum Laden zu geben. Park das Ding nicht nah genug. Das gefällt dir. Ja. Ich mag das. Tja, wir sind ja authentisch. Ja, ist alles echt hier. Alles echt. So, jetzt auch hier maximal nah rangefahren. Auf ein neues. Gratis Saft, Highspeed bitte. Sehr gut. Elite. Und Moment der Wahrheit. Du fandst vorhin schon erstaunlich schnell, ne? Ja, ich fand über 100 Ampere schon eigentlich ganz ordentlich. Mal schauen. Saftig, ne? Vorhin hatten wir hier über eine Stunde verbleibend. Jetzt ist 40 Minuten. Das ist schon mal gute Zeichen. Und hier auch der Speed dreht deutlich höher. Also super, super wichtig. Seid nicht der Zweite an einem Paar von Chargern. Sonst habt ihr nur circa die Hälfte von der Geschwindigkeit. Ja, ganz grob die Hälfte waren es, ja. Perfekt.